Und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und exquisite Video. Ich habe momentan Ferien. Jeden, den ich frage, der normal studieren geht, ja, ich habe einen Monat frei, ich habe 2 Monate frei. Bruder, ich habe nicht mal eine Woche frei. Und da muss ich noch so komisches Projekt machen. Digga, die verarschen mich alle, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf Uni, Mann. Aber Uni läuft super. Ich habe bis jetzt alle Prüfungen bestanden. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. He said I'm good enough. Was ist denn das, Digga? Alter, stell mal vor, du gehst irgendwo im Restaurant essen und er sagt, ey, ich würde gerne eine Soße haben. Ja klar, welche? Ketchup oder Mayo? Ja, Mayo, eigentlich ganz gut. Ey, kein Problem, sollen wir das dir in Schale machen? Nee, hier rein bitte. Okay, Alter, Entschuldigung, Mann. Ich bin ja in einer sehr seriösen Erscheinungsform, wie man mich kennt. Ja, Mann, Alter, sehr seriöse Erscheinungsform. Der Typ trägt unter einem weißen Hemd ein schwarzes T-Shirt. Sehr seriösen Erscheinungsform. Jetzt mal mit Immobilien in Monaco und allem. Ah, Immobilien in Monaco, oder? Investiert. Und ich habe mir mal einen Prank überlegt. Ich gehe in irgendeine seriöse Einrichtung und will einen Termin vereinbaren. Und dann buchstabiere ich meinen Namen. Bro, mit dem Outfit, Digga, bist du von einer seriösen Einrichtung schneller rausgeschmissen, als du überhaupt Prank sagen kannst. Johannes Wagner. Und dann sage ich, ja, ich buchstabiere ihn mal. J wie Juhu, O wie Orgasmus. Oh nein, Alter, so ein krasser Prank. Bist du dir wirklich sicher, dass du diesen Prank durchziehen möchtest? Ich glaube, der ist viel zu krass, Mann. Alter. Hang, Drang, A wie Mach das auf jeden Fall, Mann. Das wird bestimmt richtig lustig. Bruder, was ist das überhaupt für ein Prank? Bist du was, Mann? Hey, alles gut, ich habe nichts gesagt. Ja, na was. Vaya. Bro, ich dachte am Anfang, das wäre ein Pferd oder so. Willst du, dass wir dir folgen? Nee, eigentlich nicht. Kein Problem, weil wir haben sowieso deutschlandweit Rekorde gebrochen. 23.900 Videos in 3 Tagen auf diesem Sound. Bro, wieso hat der Typ eigentlich hinter dir 10 Unterhosen gleichzeitig an? Ist das so ein neuer Lifehack? So, falls du in die eine reinscheißt, hast du noch 5 andere oder was? Yo, man checkt auf jeden Fall meinen neuen Sound ab, Digga. Alter, ich habe einen richtig nicen Track hochgeladen. Man checkt auf jeden Fall ab. Seriöse Erscheinungsform, oder? Sehr seriösen Erscheinungsform. Ja, hallo, ich bin der Kanalreiniger. Ah, und was machen Sie hier? Vielleicht ist der dumm, Alter, was machen Sie hier? Kanalreiniger reinigt Kanal. Was soll er sonst machen? Mit dir frühstücken gehen oder was? Ist der lustig. See, our world is slowly dying. Alter, würde ich das machen, da wird nicht the world slowly dying, sondern ich würde slowly dying. Ich würde dann so hier aussehen. Nein, hier ist Patrick! 1230 Euro Steuerrückerstattung. Ich habe 783 Euro vom Finanzamt bekommen. Digga, ich sehe diese Werbung wirklich jeden Tag auf meiner For You-Page. Mann, ich habe 1700 Euro zurückbekommen. Ich habe 1000 Euro zurückbekommen. Ich habe 1200 Euro zurückbekommen. Digga, wenn ich dieses Jahr meine Steuererklärung mache, dann kriege ich gar nichts zurück. Ich muss das mal 10 und 20 zahlen. Alter, hey, aber ich hole mir App, Digga, kann ich Steuererklärungen machen. Ich habe schon wieder Angst vor dem Tag. Ich will das nicht. 265.000 Likes. Und klar, may you feel right. Alter, bei mir läuft gar nichts. Macht eure Mikrofone dann aus. Ich teile mein Wissen gern mit euch, aber nicht unter diesen asozialen Voraussetzungen. Du musst mich da schützen. Alter, Thomas, Mann, Digga, König Thomas rastet langsam aus. Sonst bin ich raus. Ja, dann bist du für heute raus. Herz 5. Hiermit hast du dich priorisiert. Es ist mein Stream, ich kann das machen. Okay, passt schon. Alter, Freddy lässt sich nicht lumpen, Mann. Freddy lässt sich nicht lumpen. Ich habe gesehen auf TikTok. Ich bin zwar nicht ganz in dieser Materie drin, aber es gibt absolut Beef, Mann. König Thomas streitet sich with Freddy. Ja, aber König Thomas, wenn es mit Freddy nicht läuft, kannst du mich gerne als Tänzer holen, Mann. Ich kann auch richtig gut tanzen. Machen locker und alles okay. Ich habe so keine Ahnung, aber ich habe auf TikTok ein bisschen rumgeguckt und angeblich gönnt Thomas Abi Freddy nicht so den Erfolg, Mann. Freddy hat richtig Aufmerksamkeit bekommen und Thomas sagt die ganze Zeit, ja, das hast du nur wegen meinen Livestreams und das und jenes und das. Oh, Thomas, Mann, ey, also ist ja alles schön und gut, dass du König von Deutschland und so bist, aber komm mal ein bisschen runter. Ich sag dir ehrlich, deine Streams waren ohne Freddy richtig langweilig, weil da nur NPCs rumtanzen, die ganze Zeit dasselbe machen. Und Freddy bringt halt ein bisschen Wind in das Ganze mit seiner Pfeffermühle. Naja,
das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch